Hallo. Da einige Schülerinnen und Schüler an unserer Schule in der letzten Zeit das Buch Nicht so das Bilderbuchmädchen von Agnes Ofner gelesen haben, wurde dieses als Buch des Monats ausgewählt. In dem Roman geht es um eine liebevolle Freundschaft zwischen zwei Jugendlichen, die sich auf eine besondere Art und Weise kennenlernen. Die 14-jährige Sarah macht sich wie so oft in letzter Zeit Sorgen. Sorgen um den jungen Sam, der gerade erst in die Wohnung gegenüber eingezogen ist. Sam weint ständig allein in seinem Zimmer, während seine Eltern sehr zufrieden und keinesfalls traurig wirken. Die einzigen, die ihn jeden Abend weinen sehen, sind Sams Hund, Tante Uli und Sarah. Nachdem Sarah ihn sehr lange beobachtet hat und ständig gegrübelt hat, warum Sam immer traurig ist, beschließt sie, drei Zettel auf ihr Fenster zu kleben, auf denen groß "Hallo, ich bin Sarah" geschrieben steht. Sam schreibt ihr zurück, obwohl er sich anfangs etwas beobachtet fühlt. Nach täglichem Hin- und Herschreiben erzählt Sam Sarah, wie sehr er Schwimmunterricht hasst und dass ihm erst kürzlich von seinem Antipoden die Nase gebrochen wurde. Sarah erzählt ihm, wie sehr sie Sam um sein aufregendes Leben beneidet, worauf er Sarah spaßeshalber Lifehacks für ein aufregenderes Leben gibt. Da Sarah ihr langweiliges Leben nicht länger aushält, beschließt sie, dies zu befolgen und fängt an, ihre beste Freundin Miriam anzulügen. Sie geht auch zum Schularzt, wie es Sam empfohlen hat, und legt sich mit ihrem Antipoden Josef an, der ihr Klassenkamerad und gleichzeitig auch ihr Schwarm ist. Sarah lügt Miriam an und erzählt ihr, sie hätte ein Date mit Josef. Es dauert nicht lange, bis diese Lüge auch zu ihm durchgedrungen ist und Sarah gezwungenermaßen diese aufdecken muss. Nachdem sie sich bei Miriam und Josef entschuldigt hat, machen sich die beiden ein echtes Date aus. Da Sam auch seine beste Freundin Sophia anlügt, wird ihm diese immer fremder, während seine Klassenkameradin Paula ihm immer näher kommt. Über das Ende des Buches möchte ich jedoch nicht berichten, da ich niemanden spoilern möchte, der dieses Buch noch liest.